Hallo, ich bin in Svolvær. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber so heißt dieser Ort hier irgendwie so ähnlich. Jedenfalls auf den Lofoten, und zwar so im oberen Drittel. Das habe ich jetzt geschafft, und zwar in den letzten, würde ich mal sagen, 3 Stunden, die ich hierher gebraucht habe. Das sind ungefähr 100 Kilometer, aber mit Schneeketten sind eh nicht mehr als 50 drin und teilweise ist sogar nur 40 drin, weil es, wie ihr seht, schneit ohne Ende und zwar unaufhörlich. Es ist grauestes Wetter. Man sieht teilweise nur die nächsten 20, 30 Meter und rechts und links auch so gut wie gar nichts. Das ist kein schönes Fahren. Das war schon ein bisschen anstrengend und es gibt auch keine Haltemöglichkeiten zwischendurch. Und die wenigen Parkplätze, die wenigen Rastplätze, die da angeboten werden, die sind aber jetzt im Winter offensichtlich nicht wirklich geräumt. Also musste ich durchknallen. Jetzt habe ich mir hier ein Plätzchen gesucht auf dieser Tankstelle hier. Steht zumindest erstmal sicher und auch windgeschützt vor allem. Es ist nämlich ganz schön stürmisch und werde jetzt hier die Nacht verbringen und vielleicht sogar auch den morgigen Tag, denn übermorgen soll es wieder ein bisschen sonniger werden. Und übermorgen, wenn man denn den Prognosen Glauben schenken darf, wo ich immer sehr vorsichtig mit bin, dann soll es tatsächlich richtig Sonnenschein geben. Und dann werde ich hier auf jeden Fall ein paar Fotos machen, Videos drehen und was noch? Und hoffentlich auch nachts Polarlichter sehen. Erstmal werde ich mich hier einrichten. Ich gehe jetzt erstmal rein, es ist mir einfach zu nass hier. So ist doch schon ein bisschen besser. Ja, die Polarlichter, deshalb bin ich ja eigentlich hier. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass ich jetzt, wenn das Wetter tatsächlich besser wird, morgen oder übermorgen oder überübermorgen, dass ich dann tatsächlich auch nachts, ja, welche sehen kann. Den Vormittag habe ich übrigens damit verbracht, Schneeketten zu besorgen unter anderem. Ich bin von A nach B gelaufen und bei F oder G oder sowas bin ich dann irgendwann fündig geworden. Und die hatten tatsächlich Schneeketten in meiner Größe. Auch da dachte ich, dass das hier wesentlich einfacher ist. Aber die fahren hier alle mit Spikes und Schneeketten sind hier wahrscheinlich nicht so wirklich wichtig deshalb. Jedenfalls habe ich jetzt wieder welche und sonst wäre ich auch gar nicht hier in diesem Ort, weil dieser Ort im Winter ohne Schneeketten überhaupt nicht zu erreichen ist. Außerdem habe ich Wasser aufgefüllt. Ich habe einen Campingplatz gefunden, der tatsächlich geöffnet hatte, bei dem das Wasser allerdings abgestellt war, weil es sonst einfriert natürlich. Aber die waren so nett und haben mir da eine Bude aufgemacht, wo ich dann Wasser zapfen konnte. Das heißt, ich bin wieder versorgt, auch mit Gas. Es gab da auch eine Gasstation und insofern kann ich jetzt also hier die nächsten 2, 3 oder 4 Tage ausharren und auf die Nordlichter warten. Ich dachte ja nun, dass ich am Polarkreis war und am Nordkap, jedenfalls fast, und hätte alles gesehen, was so Schnee und Wettergewalten betrifft und so weiter. Aber dann kommst du auf die Lofoten und es wird nochmal ganz kräftig einer oben drauf gesetzt. Kein Grund zu kapitulieren übrigens, auch wenn man manchmal so denkt, eigentlich hätte es vielleicht im Sommer herfahren sollen. Vielen Dank für die vielen, vielen netten Mutmach-E-Mails und Mutmach-SMS und Mutmach-WhatsApp und weiß der Geier was auf allen möglichen Kanälen. Mein Favorite, was eure Mutmach-Nachrichten betrifft, ist diese hier. Ich wünsche dir viel Glück, dass du gut durchkommst. Ich wünsche dir, dass du heil ankommst. Und ich wünsche dir, dass die Ketten wieder heil sind. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Also, für mich war es das hier heute erstmal. Heute gibt es mal nicht so viel von der Landschaft zu sehen. Ich habe schließlich auch nicht besonders viel gesehen von der Landschaft. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.